Ein Bitcoin-Wal ist nach 10 Jahren aus seinem Tiefschlaf erwacht. Ein unbekannter Inhaber hat nach 10 Jahren seine Wallet mit 24 BTC erstmals wieder bewegt. Die erste Transaktion dieser Wallet datiert auf den 16. November 2013, als Bitcoin bei 440 US-Dollar stand. Der ursprüngliche Erwerb kostete den Investor knapp 11.000 US-Dollar. Heute sind die Bitcoins etwa 1,45 Millionen US-Dollar wert. Es ist unklar, ob der Investor so lange an seinen Coins festhalten wollte oder erst kürzlich den Zugang wiedererlangte. Andere Bitcoin-Wale haben in den letzten 6 Wochen bis zu 95.000 BTC im Wert von knapp 6 Milliarden US-Dollar angehäuft. Während kleine Anleger panisch verkaufen, nutzen erfahrene Großinvestoren die Gelegenheit, um ihre Bestände zu erhöhen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website.